Moin Palmarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen zu Raps Play. Und welchen Helden hatten wir denn als letztes? Den hier, den Ashkar. Und wir spielen jetzt mal... Ach, Pearl, das ist die Wassertussi, ne? Pearl, dann hätten wir noch Pearl und Bakko. Den können wir dann auch spielen. Okay, nehmen wir mal Pearl. Schauen wir mal, was die so kann. So, also die erste Attacke ist der Volatile Water. Feuer ein Projektil ab, das 14 Schaden zufügt und Silence beim Feind, wenn ein Stab voll geladen ist, okay. Wie lädt man den Stab? Healing Wave erzeugt eine Heilwelle, die die nächste Ally für 0,45 um 21 Sekunden, okay. Also eine Heilwelle. Dive taucht in einem Pool mit Wasser und reise zum Zielort, okay. Aha. Quasi wie der Sprung irgendwie von der Tussi. Tidal Wave, kontrolliere die nächste Nahkampf- oder Projektilattacke und verursache so eine Flutwelle, die 16 Schaden zufügt und Feinde in der Nähe zurückschwemmt. Okay, Q's in a Wave. E, Bubble Barrier, spawne eine Blasenbarriere am Zielort, welche feindliche Projektile sowie Feinde, die in den Bereich betreten, verlangsamt. Bubble Shield, nutze eine Ziel-Ally und entferne dabei alle negativen Effekte, okay. Absorbiert bis zu 30 Schaden. Und Jaws ist dann die Ulti, die kennen wir ja schon aus den Folgen davor. Ja, okay, Pearl. Die Alte hat mich mal richtig schön nass gemacht, wenn man das so sagen kann. Da habe ich, glaube ich, den Feuertyp auch gehabt. Ich bin mal gespannt, ob ich da selber sowas hinbekomme. Wir probieren uns mal die Attacken. Okay. So, Space. Und rechte Maustaste ist dann die Heil... Ah, okay. Q kann ich jetzt nicht machen. Fountain. Das finde ich ganz cool. Also ich bin ja auch eher so der Heiler irgendwie. So, wir machen mal Q. Ah, schön, schön, schön. Okay, es geht los. Auf geht's. So, ein bisschen schneller. Da sind sie. Oh, das war das Falsche. Wie kann ich denn meinen Stab voll aufladen? Ich mach mal E. Aua, aua, aua. Komm, mach die Tussi, mach die Tussi. Ich muss ihn heilen. Nein, ich habe das Falsche gedrückt. Oh, man. Eieieiei. Ich schieß sie ab, schieß sie ab. Alter. Alter. Bring doch raus. Ich kann das die Space nicht mehr. Fuck, ich hatte Cooldown auf der Space. Oh Mann, ey. Das war knapp. Ich hatte übelst Cooldown auf der Space und deswegen konnte ich nicht rausspringen. Da muss ich noch ein bisschen besser drauf achten. So, was haben wir? Healing Stream. Und Dive. Okay, das brauche ich nicht. Okay, machen wir es so. Also E ist ja dieser komische Bubble-Dings. Und Q ist dieses Schild, was ich machen kann. Da kann dann countern. Okay. Space hüpfen. Dürfte ja passen. So, warum wählen die keine Attacken auf? Müssen die alles noch durchlesen? Tank, tank, tank. Und er ist diese Bubble. Dann haben wir ein Bubble Shield. Okay. Alles klar. Okay, Runde 2. Der Typ halt hat auch so viele Leben. 250. Und wenn er dann die ganze Zeit geheilt wird. Yo.
Komm, auf die alte. Alter, ich muss hier raus. Oh, die haben Leben bekommen. Muss ihn heilen. Mach was. Aua. Fischi, Fischi. So, wo ist der andere? Ich krieg den alleine nicht down, Alter. Nein. Alter, raus da! Nein, er kriegt Leben. Kann ich mich auch selber heilen? Ja, kann ich. Wow, 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 wow. Okay, ich muss mich aufheilen. LOL. Stirb! Haha, einfach mit der Q. Geil. Oh, ich hab's doch geschafft, ey. Halleluja. 1-1. Also man kann sich auch selber heilen, was ganz cool ist. Wusste ich am Anfang nicht. Ich dachte, man kann nur andere heilen. Aber probieren geht ja über Studieren. So, was kriegen wir denn Schönes? Dive verursacht Fading Snare bei Untertauchen 2 Sekunden anhält. Waterwalk. Abklingzeit vom Bubble Shield wird um 5 Sekunden reduziert, wenn der Schild durch Schaden zerstört wird, erhält zu 25 Energie. Das ist die R. Ne, komm, wir machen das hier. Dann können wir eine Snare machen. Was auch immer Snare ist. Schreibt mal in die Kommentare, was Snare ist. Ich kenne das nur von Beats bauen. Oder das Instrument. Nein, ein Beat. Immer schön auf die alte schießen. Komm, mach die alte, mach die alte. Alter, kill die. Nein, der hat es bekommen. Oh, das hab ich abgekriegt. Geh doch nicht da rein, ey, Mann. Komm, ich gebe aber noch mein Bestes. Lol, kein getroffen, weil er sich da durchgedings hat. Boah. Bring doch da raus! Okay. Hat immer noch Cooldown drauf. Also ich muss sagen, der Typ kriegt echt krassen Damage. Also der Ally von mir. Ich weiß nicht wieso. Allerdings ist der Damage krass. Die gehen ja auch immer auf den anderen. Okay, machen wir das. Ah, ist halt auch immer so eine Sache mit den Fähigkeiten. Ich bin noch nicht so im Bilde, was sie alle so machen. Ich habe mir die zwar alle angeguckt. Aber mal gucken. So, ab geht's. X Counter. Alter. Alter, ich kriege übelst auf die Schnauze. Raus da. Oh Mann. Da ist ein Fisch. Ups.
Hau ab! Komm, mach sie, mach sie! Ah, raus da! Der hat ein Shield. Nein, das war's, das war's. Oh, das war's, das. Oh! Von ganz hinten kam er ran. Okay, wir haben verloren. Mann, 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 Mann. Terabit. Oder Terabit? Weiß es nicht. So, klicken um fortzufahren. Okay, wir spielen ja sowieso 3 Runden. Deswegen drücken wir einfach direkt mal auf Ready. Junge, 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 ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, Space. Wo bin ich? So, wen haben wir denn dabei? Oh, eine Schießtussi, kein Tank diesmal. Du. Jason Bourne spielt mit. Oh yeah. Hi there, Twinkletoes. Ich muss sagen, Jason Bourne habe ich noch nie geguckt. Noch nie. So, Dive, lädt deine Waffe. Ich will, dass meine Waffe geladen wird. Okay. My guns are ready and loaded. Come on. Jetzt geht's ab in die Arena, my friends. Auf geht's. Das ist wieder dieser komische Zauberer da. Alter. Okay, meine Waffe ist geladen. Silence, aua. Alter. Haha. Oh Mann. Mach ihn fertig. Alter. Counter? Okay, den haben wir. So, kriegen wir. Nicht getroffen. Und klein ab. Junge, 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 der ist ja verrückt. Hoho, was ein Shot. Ey, diesmal ist er aber echt schnell gestorben, der Typ. Also was heißt gestorben nicht, aber wir haben ihn krass Damage gemacht. In der letzten Runde war das ja derselbe Held und da hat er so viel ausgehalten. So, was ist denn das linke Maus? Verstärktes fügt allen getroffenen Feinden Spritzschaden und Silence zu. Tidal Wave. Bei Q, das, also die Q finde ich ganz geil, das ist dieser Konter, den man machen kann. Die E, weiß ich nicht, die E finde ich jetzt nicht so cool irgendwie. Auf geht's, komm. So. Da ist einer. So, gesilenced. So, die Bubble zwischen uns. Rechtsklicken, uns ein bisschen heilen. Wo sind wir hin? Alter, sehr schön. Wollen wir mal drauf schießen? Oh, sehr fett. Wo ist der andere? Oh, Alter, wie sie abgehen mit der Ulti. Cooles Team, ey. That's that. Easy shooting.
Was heißt denn das hier? 54%. 100%, 100%? So was nehmen wir denn? Dive verursacht, völlig unterbrochen. Das ist eh. Durchqueren deiner Bubble erhöht deine Bewegungsgeschwindigkeit. Abklingzeit vom Bubble Shield wird um 5 Sekunden reduziert. Wenn der Schild durch Schaden zerstört wird. Ah, das ist das Shield. Komm, wir machen mal Space. Dann haben wir noch die Snare dabei. So. Eins. Los. So, diesmal unten lang. Alter. Jetzt habe ich ja was abbekommen, ey. Autsch. Au. Ich habe noch 3 Sekunden. Au. So, ich brauche das und das. Hätte ich mal lieber da unten hingesniped. Shield. Feind getötet. Alter, sehr geil. Komm, gesilenced. What? Junge, Junge, das war geil, ey. Schön die Leben eingesammelt, wieder zurückgelaufen. Sehr fett. Sehr fett. Okay, eine Runde haben wir noch, Leute. Eine Runde. Spiel verlassen. Ich muss sagen, die Alte macht übelst Bock. Am coolsten fand ich aber jetzt die, die mit uns gespielt hat. Wie heißt die nochmal? Jade, glaube ich. Die hat mir noch am allerbesten gefallen. Die aus dem Tutorial übrigens auch. Was ja dieselbe ist, wie ihr wisst. Hoffentlich. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare noch, was ihr von dem Let's Play haltet. Soll ich das weiterzocken? Soll ich das ein bisschen... Ich mache jetzt Gänsefüßchen, ihr seht es nicht, weil ich ohne Facecam spiele, aber... soll ich das ein bisschen professioneller spielen? Jetzt nicht in Richtung wie Paragon, was ich ja übel suchte. Ja, aber ihr könnt ja gerne mitentscheiden. Dive lädt meine Waffe, finde ich sehr geil. So. Ready for a good laugh? We cannot fail and they cannot win. Okay, da bin ich ja mal gespannt, ob die nicht gewinnen können. Oh, da ist dieser Lampentyp wieder dabei. Immer auf den Lampentyp. Yeah. Geh doch nicht so drauf, Alter. Okay. Jawoll! Sehr fett. Sehr fett, sehr fett. Boah, da habe ich ihn gerade noch heilen können, ey. Das ist gar nicht so leicht. Der hält nämlich auch nicht so viel aus, finde ich. Okay, so, da sind wir drin. Die Q, das fände ich ganz geil. Reduziert abklingt. Ja, komm, mach mal das. Ich bin ja eh der Heiler. Deswegen werde ich hier Rechtsklick eigentlich oft einsetzen. Yo. So, ich trenne die mal. Aua. Ich muss da weg, ich muss da... Oh, hi, Dude. Der ist gesilenced. Au, 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 au. So, einmal gesilenced. Sehr fett. So, jetzt haben wir die Ultimate. Tschüss! Nee, die ist rausgekommen. Au.
Hohoho, gesilenced! Yeah! Sehr fresh. Zweite Runde. So. Matchball. Bubble Bubble. Waterwalk, was hatten wir denn hier? Mach mal den Dive. Ich will eigentlich safe spielen und heilen, deswegen gehe ich auf Heilung. Und mit dem Dive, dass ich halt weghüpfen kann. Heißt es Dive? Ja. Der ging daneben. Alle wasten. Alter, hau ab. Hau. Okay, einmal weg. Einmal gesilenced. Auf den Typ da. Alter, raus da. Nochmal gesilenced. Okay, ich gebe ihm mein Schild. Hau bei mir die Q rein. Silence. So, Leben einsammeln. Oh. Ah. Au, der hat mich erwischt. Oh Mann, ich habe was Falsches gedrückt. So, geht drauf. Nein, der hat nicht getroffen. No! Ja, tut mir leid, aber das hat mich echt krass erwischt. Hol dir die Leben, Alter. Das war's. Er hätte sich Leben holen sollen. Wahrscheinlich hat er nicht drauf geachtet. Oh, 20% Leben hatten die noch. Ach, das ist gar keine Lampe, das ist eine Sanduhr, was er hat. Ich dachte, wäre eine Lampe gewesen. Oder das ist nur ein anderer Skin. Und einen leckeren Fisch, das finde ich ganz cool. Ich finde es ja geil, dass es hier keinen Mana oder sowas gibt, sondern dass man nur auf seine Cooldowns gucken muss. Also das finde ich ist schon cool. Weil wenn du hier Mana hättest in dem Spiel und das dann wieder aufladen müsstest oder so, das fände ich dann wieder blöd. Das würde es irgendwie den Flow zerstören. Okay, komm, wir kriegen das hin. Au. So, auf ihn drauf. So. Oh, falsche Taste. Und beide rein. Und leben. Oh, was ist das denn? Ah, nicht getroffen. Alter! Komm, mach ihn fertig! Jawoll! Das war's. So, wir haben die Ultimate. Jetzt machen wir das noch und jetzt presse ich die Tussi. Und tschüss! Easy. 87% haben wir noch. As expected. Wie erwartet. Okay. Also ich muss sagen, der Held gefällt mir sehr gut. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was ihr von ihr haltet. Auch wenn wir in Runde 2 verloren haben, aber macht ja nichts. So, in der nächsten Folge geht's mit dem nächsten Held weiter. Wer das sein wird, weiß ich noch nicht. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und bis zur nächsten Folge, ne? Bis dahin, stay bam, tschüss! Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben, für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.